Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und ist der Sternenhimmel nicht geil? Und an die, die sagen, das ist unrealistisch, so viele Sterne, geht mal in die Berge und übernachtet da. Wo man, also, wo es keine Stadt gibt, da sieht man mal die ganzen Sterne. Das ist so abnormal. Und es kommt einem gar nicht so vor, also erstmals, aber die Stadt ist extrem hell. Man redet ja auch von Stadtverschmutzung und so weiter. Und wenn man, keine Ahnung, auf dem Feld ist und einfach nur hochschaut, dann sieht man, also in der Nacht natürlich, dann denkt man so, ja, da ist der Osten zum Beispiel, weil da wird es ja schon heller. Aber nö, da ist die Stadt. Genau, ich weiß gerade gar nicht, wie ich drauf komme, beziehungsweise doch, ich weiß warum, aber so wollte ich eigentlich gar nicht beginnen. Und warte. So, dann schauen wir mal. Also, Gena, hey, wo bist du? Hark. Hark und Gena, Okay, hey, wo bist du? Puh, ich sitze auf der 75. fest. Dieses Navi nimmt ständig die falsche Ausfahrt. Ganz ab? Yep. Ich dachte, du kannst was zu essen mitbringen. Kein Tikka Masala? Tikka Masala. Der Nahrungsdrucker spinnt. Nahrungsdrucker. Das wird auch bald passieren. Also, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es gar nicht so weit in der Zukunft liegt. Wahrscheinlich, ja. Ja, ein paar Jahrzehnte noch. Ich habe das Tikka-Modul installiert. Hat die ganze Küche mit rotem Proteinmatsch eingesaut. TDO brauchte 8 Minuten zum Saubermachen. Wollen wir Pizza bestellen? Keine Ahnung, wann dieses verrückte Teil mich nach Hause bringt. Oh Mann. Ja, cool. So viel zum Thema Sicherheit. Ja, genau. Letztes Mal hier hatten wir ja eine richtig, eine richtig blöde Situation, sag ich mal. Das war nicht so geil. Genau, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben alle da hoch gelockt. Und dann war alles gut. Okay, so, jetzt aber. Reiten wir mal weiter. Oh, Säbelzähne. Entschuldigung, die Lenkung ist ein bisschen anders. Was machst du denn? Hör auf! Kann ich nochmal stoppen? Einfach weggehen, ne? Ah. Ja, ich bin jetzt in die Steuerung von Assassin's Creed gewohnt. Naja. Uiuiui. Das sieht schon krass aus. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Oh.
Die Kriegsherren die ganze Zeit so, ja, na gut, dann machen wir das halt. In Ordnung. Ah, ich schürf mir alles auf. Nee, du bist nur eine KI. Oha, voll frech. Wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf. Na gut. Ja, also das ist eine Frau, die ein bisschen zornig ist, würde ich mal so interpretieren. So, dann wollen wir mal. Also ich darf ja nicht entdeckt werden, nicht? Das heißt, die muss ich auch am Leben lassen. Sagte er und tötete ihn. Sonne. Ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, das war das. Na stimmt. Ist ja nicht Assassin's Creed. Ups. Warte, hier muss mal kurz überlegen, wie ich da am besten jetzt reinkomme. Weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ah, doch, oder? Ah ja. Alter, zum Glück hat er gerade zur Seite gesehen. Schenkt mir keine Beachtung. Der ist tot. Hier ist ein Wächter.
Ich zerstöre mal schnell dich da. Gläubige Krieger treffen immer. Achtung, Achtung! Könnt ihr den mal töten? Was? Man sollte die Lore nie endlich. Na gut. Das war nicht erfolgreich. Wobei, also es war. Es hätte schlimmer kommen können. Für die Göttin. So, dann lass mich mal kurz hier durch. Also 200 Meter Richtung Osten. Oh. Altes Gefäß. Und ein Truthahn. Ja. Vorne. Ich gehe jetzt mal erst. Erst dahin. Okay, dafür brauche ich noch diese Zünddinger. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Mhm, in der Tut. Okay, ich bin gleich da. Gut, ich hatte schon fast Sorgen. Da oben klettert jemand rum. Und was passiert jetzt? Ich weiß, dass du da bist. Ich kann es förmlich riechen. schön. Finde ich aber besser so, dass er... Tagesanbruch. Was gestern war, ist Geschichte. Ja. Wo ist er jetzt? I don't know. Wieso schaut er jetzt her? Das hat schon mal überhaupt nicht geklappt. Das
Die Macht des Schatten soll sie heilen. Oh, das ist meiner. Was? Na, los. Was mache ich hier eigentlich gerade? Offensichtlich, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe. Alter, ich treffe ja gar nichts mehr. Und ja, das war schon mal anders. Aber ich habe einfach eine viel zu lange Pause gemacht. Oh Gott. Oje, oje, oje. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ein Feind weniger, um den wir uns kümmern müssen. Das war ja leicht peinlich. Platz mehr. Nein. Na komm. Da kannst du doch hoch. Ja, da. Ah, hier war der... Die Alarmanlage. Okay, cool. So. Ja. Also, das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Die Tastatur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt. Aber also am Anfang fiel es mir, also die erste Aufnahmesession, da fiel es mir ehrlich gesagt nicht so schwer wie irgendwie jetzt. Wahrscheinlich weil, also Assassin's Creed und Horizon Zero Dawn sind ja eigentlich für Controller gemacht. Und das spürt man auch extrem, aber also, ja. Bei Assassin's Creed ist es nicht so krass. Wahrscheinlich, weil das von Anfang an auch für PC gemacht wird. Aber halt trotzdem Controller. Und Horizon Zero Dawn war ja exklusiv für Xbox, glaube ich.
So irgendeine Konsole halt. Also momentan sehe ich nur die zwei. Hier die ganzen Autos, ne? Ich will auch die ganze Zeit versuchen, die dann wegzubringen, die Leichen. Aber das geht nicht. Fehlt's uns noch? Da hinten könnte etwas sein. Ist er jetzt gestorben? Ja. Ah, Noob. Das nehme ich lieber mit. Na gut. Lagerfeuer entdeckt, das ist natürlich auch sehr gut. Das ist natürlich super. Schnell speichern bitte. So. Ich bin jetzt verwirrt. Was ist da? Das brauche ich. Zum Krieger hat es noch erzählt. Du kannst dich vor unserem Kopf. Vorsicht, Deckung! Ach, gut. Nein, Alarm zerstört. Ja, ich war das. Gut. Die Rache der Nora begibt dich zum höchsten Turm. Das werden wir dann gleich auch machen. Das kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. In der Tat. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder länger aufnehmen kann. Aber ich muss jetzt... Ich habe schon zu viel dabei. Ach, findest du? Ich muss jetzt nämlich wohin? Gut. Also der Zukunftstobi darf das dann fertig machen alles. Dann speichere ich mal kurz. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Und kommt gerne mal beim beim Stream vorbei. Montags und da jetzt gespeichert. Ja. Montags und freitags. Genau. Macht's gut. Bye bye.